Und ich sage es euch ganz ehrlich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eben gesagt habe, dass Allah dem Propheten befohlen hat, zu warnen. Und das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gesehen habe. Bruder, immer die Leute, die zu dem rufen, was sie selber tun, die zum Islam rufen, ja, zur Rechtleitung rufen, die werden gefestigt. Glaub mir. Und die sind diejenigen, die Süß des Glaubens schmecken. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, wie kann ich das machen? Wie kann ich dazu werden? Ich habe nicht so viel Wissen vom Islam. Bruder, der Prophet a.s. sagt erstmal, Belliru anni walau aya. Verkünde von mir, wenn es nur ein Vers ist. Verkünde von mir, wenn es nur ein Vers ist. Wenn es nur ein Zeichen ist. Und es ist keine Ausrede zu sagen, ja, ich kann nicht. Wenn du es nicht kannst, musst du anfangen zu lernen. Glaub mir, schaut euch mal jeden Tag im Internet einen Vortrag, zum Beispiel auf unserer Seite www.Einladung zum Paradies an. Zum Beispiel. Oder lese jeden Tag 10 Seiten vom Koran. Von mir aus auch in Deutsch oder Türkisch oder je nachdem welche Sprache. Und versuche zu verstehen. Und wenn du was nicht verstehst, geh zu jemandem, der mehr Wissen hat. Glaub mir, nach einem Jahr, du wirst dich so verändert haben. Und versuche mit Leuten zu sein, die Dauer machen. Denn das ist ganz wichtig, Bruder, das Umfeld spielt eine Riesenrolle. Der Prophet, a.s., gibt das Beispiel von jemandem, der mit einem Schmied sitzt und jemand, der mit einem Miskverkäufer sitzt. Glaub es mir. Der Schmied, ja, der kriegt ein Stück, der sitzt mit dem Schmied, der kriegt auf jeden Fall einen schlechten Geruch ab. Oder ein Stück, ein Funke geht auf seine Kleidung und macht ein Loch rein. Der mit dem Mistverkäufer sitzt, der kriegt einen schönen Geruch ab. Wenn du mit den Leuten sitzt, die nur zum Schlechten rufen, du wirst nach einiger Zeit verdorben sein. Und das seht ihr um euch herum. Du siehst jemanden, der ist ein vernünftiger Mensch, auf einmal läuft der 4 Wochen oder was weiß ich, mit Leuten rum, die nur in die Disco gehen, dann ist er völlig versaut, von oben bis unten. Der andere, der läuft auf einmal mit Leuten rum, die Religion praktizieren, der ändert sich.